Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe hier auf Andis Kinoblog und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich möchte heute einen Blu-ray-Neuzugang in meiner Sammlung vorstellen und wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei um das UK-Import-Steelbook des Films Cocoon aus dem Jahre 1985. Ja, ich bin ein sehr, sehr großer Cocoon-Fan gewesen früher, auch jetzt noch. Und ich habe vor einigen Tagen so ein bisschen auf Amazon UK mal ein bisschen rumgestöbert und habe dann dieses geile Blu-ray-Steelbook gefunden. Und ich habe gesagt, das sieht so hammergeil aus, dass ich mir das auch jetzt direkt bestellen musste. Ich persönlich finde das übergeil. Ja, Cocoon ist hier in Deutschland, wie gesagt, 1985, glaube ich, über die Kinos gebrettert. Und wir haben hier auch damals eine FSK 6 Freigabe gehabt, weil der ist nun wirklich nicht brutal, der Film gewesen. Aber er war so, ja, ein Kult Science Fiction in meinen Augen. Ich fand den wirklich Oberhammer und deswegen hat es mich dazu animiert, dieses Steelbook zu kaufen. Es war jetzt insgesamt 3 oder 4 Tage erst unterwegs und es hat mich gewundert, dass ich das heute schon bekommen habe, obwohl ich das, glaube ich, letzte Woche Donnerstag oder letzte Woche Freitag erst bestellt habe und heute schon im Briefkasten. Wahnsinn. Auf jeden Fall sehr, sehr schnell. War bis jetzt so die schnellste UK-Lieferung, die ich bekommen habe. Ja, wer Cocoon nicht kennt, sollte sich mal einen Trailer aus dem Jahre 1985 angucken und man hat diesen Film komplett neu restauriert und mit neuer Tonspur versehen und komplett aufgearbeitet, was ich sehr cool finde und natürlich auf DVD bzw. Blu-ray rausgebracht. Bedauerlicherweise hat dieser Film keine deutsche Tonspur, das war mir aber auch in diesem Sinn egal, weil mir das Steelbook so gut vom Design gefallen hat, dass ich mir das einfach kaufen musste und ich absolut begeistert bin, wenn ich jetzt schon die Farben sehe, dieses Blau mit diesem Magic Leuchten und alles, das ist wirklich absolut hammergeil. Ich bin echt endlos begeistert von diesem Steelbook. Ja, wie ihr hier schon wieder sehen könnt, ist es natürlich wieder typisch für UK, dass dieses Steelbook ein Viertel Pappflyer drumherum hat und dieser Flyer kann man natürlich auch abmachen, ist ganz klar, aber ich finde das immer sehr schön bei diesen UK Steelbooks, weil das dann immer mit dem Flyer und dem eigentlichen Steelbook verschmilzt. Ja, ich drehe das einmal kurz rum. Wir haben hier natürlich auch ein paar Extras drauf, wird aber leider hier nicht angegeben. Also wir haben hier eine insgesamte Lauflänge von 107 Minuten und wir haben hier eine Dolby DTS 5.1 HD Mastered Audiospur drauf. Ja, wie gesagt, keine deutsche Tonspur, aber ich habe schon gehört, dass es demnächst ein deutsches VÖ auf Blu-ray geben soll und das ist das Steelbook an sich. Leider hat Cocoon keine Prägung, es ist natürlich ein Hochglanz-Steelbook, aber mich hat das ja auch so mit der Prägung jetzt nicht so interessiert, sondern das Artwork an sich dieser Disc ist einfach phänomenal und fantastisch. Von der Seite sieht Cocoon so aus. Wir haben auf der linken Seite das 20th Century Fox Logo und unten rechts das Blu-ray Disc Logo. Und wie gesagt, es ist eine 20th Century Fox Produktion gewesen. Hier haben wir wieder das Hintergrund bzw. das Back Design von diesem wunderbaren Steelbook und ich persönlich finde das auch richtig toll, sieht sehr gut aus, ist auch in einer Filmszene sehr authentisch zu sehen. Ich mache das Steelbook einfach mal kurz auf und somit seht ihr auch, wie das von innen aussieht. Das Artwork der CD ist natürlich dem Artwork der Außenhülle natürlich angepasst. Wir haben hier dasselbe Artwork auf der CD wie draußen auf dem Frontcover. Wenig Werbung, was ich diesmal ganz toll finde. Und jetzt nehme ich die raus und wir sehen das Innenartwork, die drei alten Senioren. Es geht nämlich hier um Senioren und hier auf der linken Seite, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, die Lichtgestalt, die sehr hell ist, dieses Alien, was natürlich ausschlaggebend für den Film ist. Alles in allem sind das wirklich alle Szenen aus dem Film, die mir persönlich sehr gut gefallen und damit wird ein wunderbares und tolles Steelbook komplettiert. Ja. Was soll ich da groß noch zu sagen? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, solange es dieses Steelbook noch in UK geben soll, für ein großartiges Steelbook hier das Geld auch auszugeben und auch für einen großartigen Film. Man kann ihn auch auf Englisch wunderbar gucken. Das sollte heutzutage kein Problem sein. Ja, alles in allem war das mein
Unboxing von Cocoon im UK Steelbook ohne deutsche Tonspur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal ein paar Comments da lassen. Ansonsten verabschiede ich mich. Haut rein, macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing. Ciao. Ach, ihr seid noch da. Ja, schön, dass ihr noch dran geblieben seid und ich hoffe natürlich, euch hat mein Video Spaß gemacht und wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt von mir und meinen ganzen Unboxings, habt ihr natürlich die Möglichkeit, da unten auf dem gelben Knöpfchen ein kleines Abo dazulassen beziehungsweise auf meinem Kanal. Weiterhin könnt ihr mich natürlich auch auf Facebook finden. Dort habe ich auch eine eigene Seite, Andis Kinoblog. Oder ihr stellt einfach eine Anfrage, auch in Facebook, in der Gruppe Filmfreunde Deutschland für alle Filmliebhaber. Ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing oder meinem nächsten Video. Und bleibt mir treu. Ich sage ganz klar, Daumen hoch hier von Andis Kinoblog. Wir sehen uns auf jeden Fall. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.